Transport voraus! Wir gehen längsseits! Zwei an die Kanone! Laden und auf Mittschiff halten! Das Fernrohr! Kannst du was sehen? Komisch aus. Heilige Mutter Gottes, wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Geisterschiff. Wenn der schwarze Tod noch an Bord ist. Nehmt Enterhaken und macht euch bereit, Leute. Wer sich zur christlichen Seefahrt zählt, der hat die Pflicht nachzusehen. Außerdem lockt eine schöne fette Brise, das ist es wohl wert. Ich bin zu alt für sowas. Aber ich lass dich nicht zurück. Ich fürchte, wir schaffen es nicht. Den Versuch ist es auf jeden Fall wert, Maria. Hey, Schützen! Kommt, habt ein Auge auf das Schiff! Vielleicht einer dieser seltsame Koppel. Gottes Freund und aller Welt Feind. Seht euch vor! Los, jetzt bist du dran. Beeil dich. So, komm schon. Ich schaff's nicht. Maria, das ist unsere einzige Möglichkeit. Durchsucht das Schiff. Los, macht schon. Störte Bäcker. Mein Name ist Störte. Ich muss euch leider bitten, uns euer Schiff zu übereignen, Schiffshauptmann. Ihr werdet jetzt denken, soll ich meine Männer zum Kampf auffordern oder soll ich nicht? Nun, wir sind bereit, unser Blut zu verlassen. Die Frage ist, seid ihr das auch? Verzeiht. Unser Schiff fährt unter dem Schutz der dänischen Königin. Oh, habt ihr das gehört, Männer? Die dänische Königin Margarete hält ihre schützende Hand über dieses Schiff. Oh. Das wird euch leider nicht viel nutzen, Schiffshauptmann. Die dänische Königin ist 300 Seemeilen von hier entfernt. Ich glaube kaum, dass ihre Hand so weit reichen wird.
Ich werde euch die Entscheidung etwas leichter machen. Seht euch diese Männer an. Ehrenwerte Freibeuter. In zahlreichen Schlachten erprobt. Nehmen wir Erik zum Beispiel. Tödlicher als die Planken beim Kilon. Oder Gödeke Michels. Findet jede Prise, auch bei Nacht und Nebel. Warum? Weil er dem Geruch von Gold folgt. Dafür hat er nämlich eine untrügliche Nase. Besser als jeder Steuereintreiber. Ach ja, das ist der Schlimmste von allen. Magister Wiegbold. Dieser außergewöhnlich gebildete Mann hat zwei ganz besondere Talente. Er sorgt mit seinem Latein dafür, dass Gott uns nicht vergisst. Mit seinen Rechenkünsten, dass unsere Kassen immer gut gefüllt sind. Beides hat er studiert. Soll ich eure akademischen Titel alle aufzählen, Magister Wiegbold? Verzeiht, Kapitän, aber wir wollen diese Leute hier doch nicht langweilen. Kurz bevor sie das Antlitz Gottes schauen, haben sie gewiss andere Sorgen. Ja, so ist es. Immer nur die Pflicht vor Augen. Und das Seelenheil derjenigen, die es vorziehen, über Bord oder unsere Klingen zu springen. Navigare necesse est. Wie wäre non est necesse? Amen. Soll ich euch das übersetzen? Das heißt, Seefahrt ist Not. Aber es ist nicht notwendig zu leben. Amen. Es sei denn, ihr verhaltet euch mucksmäuschenstill, bis wir mit euch und eurem Schiff fertig sind. Was meint ihr dazu, Schiffshauptmann? Was zu fressen. Ich liebe meinen Beruf. Was haben wir denn da? Gnade, mein Herr, Gnade. Ich bin Kanzler der dänischen Königin. Auch ein Beruf. Oder noch ein bisschen was aus ihm rauskippen. Bitte seid gnädig, Herr. Ihr seht einen Gesandten Ihrer Majestät, Königin Margarete, vor euch. Könnt ihr das beweisen? Ihr seht selbst, die Königin macht euch ein Angebot. Eine Botschaft der dänischen Königin an uns Freibeuter! Was hat uns Ihre Majestät denn so anzubieten? Kaperbriefe. Kaperbriefe, was heißt das? Ihr könnt weiterhin als Freibeuter Ost- und Westsee durchkreuzen. Eure Kampfhandlungen werden dann natürlich ausschließlich auf die Schiffe der Hanse konzentriert sein. Abgelehnt. Werft ihn über Bord! Für was? Moment! Die Einladung einer Königin schlägt man nicht so einfach in den Wind. Und wenn es eine Falle ist? Wir sind im Krieg gegen die Hanse. Wir können einen starken Verbündeten brauchen. Königin Margarete ist stark. Königin Margarete ist eine Frau. Frauen kann man nicht trauen. Was kann sie uns anhaben, wo sie doch nur eine Frau ist? Ihr könnt eurer Königin ausrichten, dass wir ihre Einladung annehmen. So, Zeit, das Schiff zu verlassen, Männer. Genug geladen. Sagt, ist Elisabeth Breen immer noch im Gewahrsam der Königin? Wenn ihr von der schönen Kaufmannstochter redet, die zu uns kam aus Hamburg. Ja. Verzeihung, darf ich euch fragen, was ihr jetzt mit uns vorhabt? Ihr könnt eure Fahrt fortsetzen. Vielen Dank für euer Entgegenkommen und das Fernrohr. Wenn das noch ein halbes Jahr so weitergeht, sind wir endgültig ruiniert. Unsere Seefahrtswege sind durch die Piraten blockiert. Der Handel ist völlig zum Erliegen gekommen. Ihr habt recht. In den letzten zwei Monaten wurden sage und schreibe 16 Handelsschiffe der Hanse von Piraten ausgeraubt und versenkt.
Die Piraten haben sich in Visby niedergelassen, auf der Insel Gotland. Und deren Einwohner gewähren ihnen Schutz und einen sicheren Hafen. Im Gegenzug werden die erbeuteten Waren, und das sind unsere Waren, angeblich zu gleichen Teilen an die Bevölkerung verteilt. Die Piraten haben das Volk auf ihrer Seite. Das ist die wirkliche Gefahr. Dieser Störtebäcker muss auf den Grasbrock geführt und hingerichtet werden. Schön gesprochen, Rats, Herr Degenhardt. Aber dazu müssen wir ihn erst einmal haben. Der Piratenplage können wir nur Herr werden, wenn wir eine Allianz mit Königin Margarete anstreben. Wie sollen wir eine Allianz eingehen mit einer Königin, die gegen die Hanse Krieg führt und eure Verlobte schon ein Jahr lang als Geisel hält? Nein. Mit Verlaub, uns bleibt gar nichts anderes übrig. Da kann ich Simon von Wallenroth nur beipflichten. Wenn wir vor den Piraten kapitulieren und diese Allianz nicht bald eingehen, ist das der Untergang der Hanse. Ja. Und was, wenn Königin Margarete sich gegen uns stellt und sich mit den Piraten verbündet? Die Hanse muss dem zuvorkommen. Wir müssen Königin Margaretes Forderungen wohl oder übel schlucken, unsere Kräfte mit Dänemark bündeln und gemeinsam gegen die Piraten vorgehen, bevor es zu spät für uns alle ist. Ja. Ratsherr Degenhardt hat recht. Dann sind wir uns ja einig. Ich werde noch morgen früh nach Kopenhagen in See stechen. Und um Königin Margarete von der Redlichkeit und Aufrichtigkeit unseres Friedensangebots zu überzeugen, werden mich 12 von euch begleiten. Ihr auch, Ratsherr Degenhardt. Ratsherr Degenhardt, da habt ihr uns was Schönes eingebrockt. Mord begangen und ich bezahle dafür. Ich habe meine Schuldigkeit für euch getan. Tötet mich endlich. Ohne Köder gibt's keine Beute. Klaus lebt also noch. Er wird mich hier rausholen und euch töten. Von seiner Hinrichtung wird man noch in 1000 Jahren reden. Michels. Bring unsere Friese in unser Lagerhaus. Was dagegen, Mönch?
Hast du vergessen, dass wir Lickedeler sind? Muss ich dir in Erinnerung rufen, was das bedeutet, Steuermann? Lickedeler heißt Gleichteiler. Lickedeler, Gleichteiler, Gleichmacher. Nur der Tod macht uns alle gleich. Ich habe meinen Kopf für diese Prise hingehalten. Und ich werde mir meinen Anteil sichern. Das ist guter alter Piratenbrauch. Warum ist das Lager leer? Ich kann nichts dafür. Ich hatte den Befehl, alles unter den Leuten aufzuteilen. Wer hat dir diesen unsinnigen Befehl gegeben? Das war ich. Mit Verlaub, Kapitän. Habe ich das gerade recht verstanden? Oder lässt mich mein Gehör langsam im Stich? Ich habe den Befehl gegeben, die Beute gerecht unter den Leuten zu verteilen. Im Gegenzug erhalten wir von ihnen eine neue Heimat. Das ist für uns alle kein schlechtes Geschäft, oder findest du nicht? Ich bitte um Nachsicht, Kapitän, dass ich dir da nicht ganz folgen kann. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass der den Löwenanteil bekommt, der den Kopf dafür hinhält. Oder sehe ich das falsch? Herrgott, Mann, wir sind keine Patrizier. Wir nehmen von denen, die zu viel haben, und teilen es mit allen, die es gebrauchen können. Das war von Anfang an so und wird auch so bleiben, solange ich Kapitän bin. Was ist mit meiner Truhe? Besser ein Armer, der in Vollkommenheit wandelt, als wer sein Leben lang nach Reichtum strebt. Was ist mit meiner Truhe? Also gut. Im Namen der christlichen Nächstenliebe. Sie gehört dir. Geht mal da weg, Kinder. Möchtest du es nicht vielleicht mit dem Schlüssel versuchen? Hing an einem Nagel in der Schiffswand. Ja, bewicke mich jetzt. Das ist die Antwort auf deine gotteslästerliche Raffgier. Das Buch der Bücher. Die Heilige Schrift. Möchtest du die Truhe immer noch haben? Du kannst sie behalten. Wir sind Lickedeler. Das heißt, teilen zu gleichen Teilen. Haltet euch daran. Und? Wird er kommen? Ja, Störtebeke nimmt eure Einladung an. Na, dann sehen wir mal, ob er sich unseren Wünschen fügt. Wenn nicht, werden wir ihn gefügig machen. Majestät, ich habe Störtebeck in eurem Namen Freisgeleit zugesagt. Wenn er alles glaubt, was man ihm verspricht, dann habe ich ihn falsch eingeschätzt. Was macht die Hanse? Simon von Wallenroth hat ebenfalls sein Kommen angesagt, mit einem neuen Friedensangebot. Sehr schön. Es könnte ein amüsanter Abend werden. Ich hoffe, ihr schätzt meine Gastfreundschaft noch immer. Und ihr erwartet hoffentlich keine Antwort? Vielleicht kann euch euer Verlobter früher heimführen, als ihr denkt. Wie mir zugetragen wurde, scheint die Hanse einzulenken. Wann wird Simon von Wallenroth hier sein? Vertraut ihr ihm noch? Ein beneidenswerter Mann, der von sich sagen kann, von einer Frau wie ihr es seid, geliebt zu werden. Wenn er es denn wert ist.
Im Übrigen, der Pirat, der sich das Schiff eures Vaters unter den Nagel gerissen hat, hat schon wieder ein Schiff gekapert. Aber diesmal ein dänisches. Es wird ihm nicht gut bekommen. Ich nehme an, es wird euch eine Genugtuung sein, zu erfahren, dass wir ihm diesmal das Handwerk legen werden. Ich schätze, darauf legt er es an. Woran hast du gemerkt, dass du sie liebst? Was? Sigrid, woran hast du gemerkt, dass du sie liebst? Als ich ihr zum ersten Mal in die Augen blickte, da habe ich in ihr Herz gesehen. Ich freue mich für dich. Sie ist die Richtige. Ich habe sogar ein Geschenk für sie. Hier, der ist dem Goldriecher von Gürdeke Michels entgangen. Du und deine Elisabeth, ihr werdet euer Glück auch noch finden. Herr, unser Gott, bitte dich nun, diese Brautleute zu segnen, welche in den heiligen Hafen der Ehe einzufahren gedenken. Erik, sprich mir nach. Sigrid, Tochter von Henning Karland und seiner Frau Svenja, vor dem Angesicht Gottes nehme ich dich an als meine Frau. Sigrid, Tochter von Henning Karland und seiner Frau Svenja. Vor dem Angesicht Gottes nehme? Vor dem Angesicht Gottes nehme ich dich zu meiner Frau. Sigrid, sprich du mir nach. Erik, Sohn von... Sprich mir nach. Erik, Sohn von Adam und seiner Frau Eva. Vor dem Angesicht Gottes nehme ich dich an als mein Mann. Morgen früh stechen wir in See. Darf man erfahren, welchen Kurs wir nehmen? Kurs Kopenhagen. Aha. Darf man auch erfahren, weshalb? Ist es wegen der dänischen Königin oder der Kaufmannstochter? Gibt es einen Grund, an meinen Anweisungen zu zweifeln? Bisher nicht, aber ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass es so bleibt. Du willst also mein Gewissen sein, Gödeke. Bin ich das nicht? Ich denke nur an die Mannschaft. Ich bin mir meiner Verantwortung sehr wohl bewusst. Dein Wort in Gottes Ohr. Seit wann bemühst denn du unseren Herrgott? Ich sichere mich immer nach allen Seiten ab. Es ist besser so. Bemühe lieber das Ohr der dänischen Königin. Allein bei der fehlt nämlich mir der Glaube. Ich glaube nur an den hier. Bei dem geringsten Anzeichen von Verrat lauft ihr ohne zu zögern aus. Habt ihr verstanden, Männer? Na los. Ja, wir gehen, desto früher sind wir zurück. Na, ihr edle Herren. Aus dem Weg!
sind doch Piraten. Hier stinkt nach Verrat, wenn ihr mich fragt. Wir schwimmen wie die Makrelen in die Fischhäuser. Es fragt dich aber keiner. Er hat recht. Und ich kenne sogar den Köder. Komm, Störtebecker. Führt mich zum Bankett. Majestät, Simon von Wallenrod ist eingetroffen. Wo ist er? Im Audienzzimmer. Ich dachte, es wäre besser, wenn es nicht zur Konfrontation kommt. Nein, nein, jedenfalls nicht, solange ich mich mit Störtebecker amüsiere. Und bis jetzt amüsiere ich mich gut. Komm, Störtebecker. Das gefällt mir nicht. Quod licet Jovi, non licet Bovi. Aha. Halt dein Maul und sauf, Hornochse. Da steht ja also vor mir, der berühmte Pirat. Von allen Schiffsführern wegen seiner Verwegenheit gefürchtet und vom einfachen Volk wegen seiner Freigebigkeit geliebt. Ihr schmeichelt mir. Ich fühlte mich schon geehrt, von euch empfangen zu werden. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Mir ist allerdings zu Ohren gekommen, dass ihr eine Schwäche für eine schöne Kaufmannstochter habt, die sich zufälligerweise meiner Gastfreundschaft erfreut. Nun, wenn ihr Elisabeth Prehn meint, sie ist einem Hamburger Patrizier versprochen. Das ist mir bekannt. Doch mir ist es weiteren zu Ohren gekommen, dass sie ihr Herz noch nicht unbedingt an Simon von Wallenrod vergeben hat. Ihr hört erstaunlich viel, Majestät. Ich könnte euch in dieser heiklen Angelegenheit mein Entgegenkommen anbieten, falls wir uns einig werden. Aber kann ich es überhaupt wagen, euch als Frau alleine gegenüberzutreten? Müsste ich dann nicht um mein Leben und um meine Unversehrtheit fürchten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr euch vor mir fürchtet. Ihr seht Piraten wie euch nicht als Diebe und Halsabschneider. Nein, wir sind Likedele. Was ist das? Ein neuer Mönchsorden oder eine neue Krankheit?
Wir sorgen nur dafür, dass die Reichtümer dieser Welt gerechter verteilt werden. Ein bisschen weniger für Patrizier und Königin. Ein bisschen mehr für arme Piraten, die Hunger leiden. Das wird sich die Hanse aber nicht lange gefallen lassen. Wir haben es uns lange genug gefallen lassen. Nun gut. Ich biete euch Kaperbriefe an. Das heißt, dass ihr für Dänemark segelt und unter meinem Schutz steht. Was ist der Preis dafür? Ihr kapert alle Schiffe, die euch in den Weg kommen. Ihr erobert sie, setzt sie in Brand und versenkt sie. Ohne jede falsche Rücksichtnahme. Es darf keine Zeugen geben. Und die Prise teilt ihr mit mir. Majestät, ihr verlangt tatsächlich, dass ich mit meiner Mannschaft zum Mordbrenner der Meere werde. Seid ihr das nicht schon längst? Ihr haltet mich für skrupellos. Skrupellosigkeit ist die Bedingung für Macht. Eure Macht vielleicht, nicht der meine. Schade. Ich hatte gehofft, in euch einen Gleichgesinnten zu finden. Ich danke euch, dass ihr mir eure kostbare Zeit gewidmet habt. Majestät. Alles mit angehört. Störtebeker ist offensichtlich nicht euer Mann. Seinen Forderungen nach Gerechtigkeit greift er die von Gott gewollte Ordnung an. Damit greift er uns an. Der ist gefährlich. Sorgt dafür, dass diese Liekedeler das Schloss nicht verlassen. Er hat eine Menge Männer unter seinem Kommando. Es heißt, sie folgen ihm bedingungslos. Seine Männer haben keine Strategie und keine Taktik, wenn er sie nicht führt. Gäste gefallen mir nicht. Kümmer du dich um den Pfaffen. Ich sorge für einen schwungvollen Abgang. Hochverehrte Herrscher, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Was nun folgt, habe ich erst ein einziges Mal auf dem Hofe des Kalifen von Bagdad vorgeführt. Der Kalif von Bagdad? Ich nenne diese Attraktion der fliegende Pirat. Die Darbietung ist lebensgefährlich, darum darf ich um absolute Ruhe bitten. Beeindruckendes Aufgebot, um eine Frau nach Hause zu holen. Majestät, wir sind so zahlreich hier, weil wir den Willen der Hanse bekräftigen wollen,
eine Lösung für den Kriegszustand zu finden, der den Handel auf den Nordmeeren lähmt. Natürlich hoffe ich auch darauf, bei einem für beide Seiten vorteilhaften Friedensvertrag mit eurer Erlaubnis meine zukünftige Frau heimführen zu können. Ihr redet so gedrechselt wie mein Kanzler, wenn er mir ein schlechtes Geschäft schmackhaft machen will. Lass doch mal hören, was ihr mir anzubieten habt. Die Fischereirechte im Hamburger Hafen womöglich. Etwas, das euch wirklich am Herzen liegt. Den uneingeschränkten Zugang zu sämtlichen Häfen der Hanse. Was wollt ihr dafür haben? Außer eurer zukünftigen Ehefrau. Wir verbünden uns und gehen in eine Allianz Dänemark-Hanse gegen die Piraten vor. Ich soll mit der Hanse gemeinsame Sache machen. Das wäre für uns alle von Vorteil. Da sind wir uns einig. Vorausgesetzt, die Hanse übernimmt dafür die Kosten. Unmöglich. Diese Bürde können wir nicht alleine tragen. Die Piraten sind nur so viel wert wie ihr Anführer. Wenn die Piraten ohne Kopf sind, dann wird es ein leichtes sein, sie endgültig zu vernichten. So ist es. Ihr rüstet entsprechende Schiffe auf. Und ich leiste meinen Anteil an der Allianz gleich jetzt. Wie darf ich das verstehen, Majestät? Störtebeker gehört euch. Er ist hier. Und ich offeriere ihn euch als Morgengabe. Los, durchsucht alles. Alarmiert die Wachen! Sie dürfen nicht entkommen! Verdammte Schloss. Im Schiff, da weiß man, wo vorne und hinten ist. Was ist mit Klaus? Wer? Darf sich an den Ehrenkodex halten. Was ist denn für ein Ehrenkodex? Hat Magister Dieck wurde dir davon nicht erzählt? Wann hörst du auf unser Magister? In dem Fall schon. Und wie lautet unser Ehrenkodex? Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Halt! Hier geht's lang. Haut ihr ab! Ich such Störtebeker! Erik! Wollt ihr hier? Dich endlich wieder in meine Arme nehmen. Klaus. Klaus. Wie kommst du hierher? Ich bin hier, um dich mitzunehmen. Sag mir nur, dass du nichts mit dem Tod meines Vaters zu tun hast. Wie kannst du sowas von mir denken? Jetzt bist du so gut wie tot.
Ich wusste es. Ja, aber es wird nie jemand erfahren. Und die wird keine glauben. Elisabeth! Aber du wirst dafür mit deinem Leben bezahlen. Nein, du wirst mich nicht töten. Wenn du mich umbringst, ist dein Bruder ein toter Mann. Was sagst du da? Janne. Ja, aber wenn du mich tötest, verfault er bei lebendigem Leib Verlies. Da. Nein, wir bleiben noch. Oh, wo geht's denn nun? Schon wieder hin. Ich möchte es aus seinem eigenen Mund hören. Und dir in die Augen sehen. Störtebeker ist schuld an unserem Unglück. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sein Bruder unsere Väter umgebracht hat. Das ist die Wahrheit. Sie werden dafür büßen. Störtebeker, wo bist du? Zeig dich, du Feigling! Du hast uns an die dänische Königin verkauft! Ich werde dir meinen Haken in die Brust treiben und dich in Stücke reißen, du Missgeburt! Hast du das gehört? Moment aus den Augen lassen.
Los! Raus hier! Und die Mann ist die vermaledeiten Weißbrote! Raus! Das ist. Kannst du damit auch in die Zukunft schauen? Nein. Du musst sie vergessen. Auf Gotland gibt's eine Menge Väter mit schönen Töchtern. Wenn ich eine suche, wende ich mich vertrauensvoll an dich. Nicht so stürmisch. Bin ich dir zu grob? Nein, aber in nächster Zeit solltest du ein wenig vorsichtiger mit mir umgehen. In nächster Zeit bin ich mehr auf See anstatt zu Hause. Deswegen musst du dich jetzt um mich kümmern. Wie lange bleibst du weg? Ich weiß auch nicht, was unser Kapitän vorhat. Niemand weiß es. Aber du bist dein bester Freund. Mit dir wird er doch darüber sprechen. Ich glaube, er weiß es selbst noch nicht. Erik, wir bekommen ein Kind. Nicht einfach hier bleiben? Für immer? Das werden sie nicht zulassen. Wer? Gottes Freund und aller Welt Feind. Oder hast du das schon vergessen? Nein. Ich würde genauso gerne in Gotland bleiben wie du. Hier ist es wie früher. Als Jan und ich Kinder waren. Den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben als schwimmen und Fische braten. Und jetzt vermodert er im Verlies von Hamburg. Ich hatte nie eine Familie. Dann
gründest du eben ein. Ich bin doch schon dabei. Wir sind hier auf Gotland nicht mehr sicher. Die Hanse will uns einen Kopf kürzer sehen. Ebenso wie Königin Margarete. Kopenhagen war ein Fehler, Männer. Sie haben die Hanse und die dänische Königin lächerlich gemacht. War doch lustig, oder? Ihr wisst genau, was ich meine. Du meinst, wir haben sie herausgefordert, weil wir uns treu geblieben sind? Du hast den Teufel herausgefordert. Und das kann sich der Teufel nicht gefallen lassen. Er wird sich auf seine Hinterbeine stellen und Gift und Galle spucken. Wolltest du ihm nicht den Kopf abschlagen? Hast du das schon vergessen? Ich denke jede Stunde und jeden Tag daran. Du? Denkst an deine Rache. An deine Kaufmannstochter. Aber lass dir eins gesagt sein. Ich segel nicht mit einem Kapitän, der das Leben seiner Mannschaft aufs Spiel setzt. Nur, weil ihn sein persönliches Glück hat. Sie ist nicht meine Kaufmannstochter. Sie ist die Zukünftige von Wallenrod. Aber ich finde keine Ruhe, solange mein Bruder im Verlies auf seinen Tod wartet. Wir sollten uns bei Zeiten verabsentieren und gänzlich neue Gefilde suchen. Nur wo ist die Frage? Was denkst du, Klaus? Ich will euch sagen, was wir tun. Wir machen eine letzte große, fette Prise. Wir kapern das Flaggschiff der Hanse, segeln nach Hamburg, direkt in die Höhle des Teufels und stoßen ihm das Schwert in den Rachen. Danach verlassen wir dieses Meer für immer und segeln in den Süden. Seid ihr dabei? Ich bin dabei. Wenn Gott mit uns ist, wer mag gegen uns sein? Nur die ganze Welt. Dann ist es abgemacht. Mach die Seewolf klar zum Auslaufen. Bei Morgengrauen stechen wir in See. Hier in Visby. Was? Nein, ich mit auf Kaperfahrt. Ja! Du passt auf die Frauen und Kinder auf. Ihr verdammten Seehunde! Du wirst doch sowieso immer seekrank. Zieht mich wieder hoch! Halte auf die Wappen von Hamburg zu. Ein paar von euch ziehen die Gewänder an. Der Rest macht sich unsichtbar. Ihr habt gehört, was euer Schiffshauptmann gesagt hat. Kommt in die Hufe, ihr faulen Scheißhausratten! Sonst mache ich euch Beine! Schützen, seid auf der Hut.
Guten Tag, meine Herren. Guten Tag. Ich werde mich zunächst einmal vorstellen. Rensenbrink, mein Name, aus Stralsund. Darf ich euch an Bord der Hanse Stolz willkommen heißen? Wir haben sizilianischen Wein geladen für Bergen und fühlten uns hoch geehrt, euch ein Fässlein kredenzen zu dürfen. Wir sind begierig darauf zu erfahren, wie die Friedensverhandlungen mit der dänischen Königin sich zu entwickeln belieben. Seid gegrüßt, Herr Rensenbrink. Wollt ihr nicht zu uns an Bord kommen? Das wäre bedeutend einfacher. Und gegen ein Fässchen sizilianischen Weines haben wir nichts einzuwenden. Ich denke, so viel Zeit sollten wir uns nehmen. Schönen Tag dir, Herr. Störtebeker. Eine falsche Bewegung und Simon von Weinroth ist ein toter Mann. Tut, was er sagt. Das Schiff auf der Wappen von Hamburg. Bitte, Störtebeker, in Gottes Namen, schont unser Leben. Ihr könnt für uns jedes Lösegeld verlangen. Die Stadt Hamburg wird bezahlen. Erwarte nicht, dass ich vor dir auf die Knie falle. So sieht man sich wieder. Gehst du wieder deiner Lieblingsbeschäftigung nach? Harmlose Hanseschiffe zu überfallen. Von irgendetwas muss man ja leben. Im Übrigen ist diese Kogge nicht so harmlos, wie es den Anschein hat. Immerhin hat sie 12 Ratsherren an der Hanse und die Braut des Bürgermeisters von Hamburg an Bord. Ach ja, Simon von Wallenroth nicht zu vergessen. Lass mich dich ansehen, Klaus Störtebeker. Was ist Nostras Brodersson geworden? Der, den ich einmal geliebt habe. Was soll schon aus ihm geworden sein? Du bist mir fremd geworden. Was fängst du mit deinem neuen Leben an? Sie werden dich wie ein Tier hetzen, so lange, bis sie dich haben. Das ist dein Schicksal. Glaubst du an das Schicksal? Ich nicht. Ich glaube, dass man sein Leben in den eigenen Händen hält. Lass dir von mir einen Rat geben. Setz alle Segel und verschwinde. Ich möchte nicht irgendwann sehen, wie du am Galgen baumelst. Dir bleibt nur noch die Flucht. Ich will Gerechtigkeit. Und der erste Schritt dazu ist, dass ich meinen Bruder aus dem Gefängnis hole. Ist das zu viel verlangt? Du könntest mich als Geisel gegen deinen Bruder austauschen. Warum sollte ich dir vertrauen? Du hast dich für Wallenroth entschieden. Weil ich dir mein Wort gebe. So wie damals. Schaff sie auf die See, Wolf. Auf die See, Wolf. Gnade, Herr Störtebeker, Gnade. Ich bin auf unser Leben. Die Stadt Hamburg wird sich erkenntlich zeigen. Ihr wiederholt euch. Was hast du mit Elisabeth getan? Das Schwert. Wo hast du es her? Was bedeutet sie dir eigentlich? Was geht's dich an? Nichts. Es ist unwichtig geworden. Was hast du vor mit mir? Willst du morgen früh ein Spektakel vor deinen Kumpanen veranstalten? Nein. Ich will nur Gerechtigkeit. Und die willst du mit deinem zusammengewürfelten Haufen von Halunken erreichen? Na dann viel Glück. Die Welt wäre schon ein gutes Stück besser ohne dich. Das sagt mir ausgerechnet der berüchtigste Pirat der Nordmeere. Hättest du und deinesgleichen nicht meine Eltern umgebracht, wären wir heute beide nicht hier. Was willst du? Meinen Bruder. Ist das alles? Und dann?
Glaubst du tatsächlich, ich würde die Angelegenheit auf sich beruhen lassen? Ich werde es jedenfalls nicht tun. Denn wenn mein Bruder erstmal frei ist, kann ich dir entgegentreten, ohne dass du einen Faustpfand gegen mich in deiner Hand hast. Und dann gnade dir Gott. Ich werde dir deinen Bruder aushändigen. Das wirst du. Das wirst du. Wenn dir das Leben der Ratsherren etwas bedeutet. Komm, der guckt mal nach. Die immer noch steckst. Mit ihm und den Ratsherren haben wir die fetteste Prise, die wir jemals gemacht haben. Wir werden ein beachtliches Lösegeld für sie verlangen. Damit können wir alle die nächsten Jahre bestens überwintern. Aber vorher werden wir noch aus Herrn von Wallenroth rausprügeln, was die Hanse und die dänische Königin für Pläne gegen uns geschmiedet haben. Ja, Auge um Auge. Zahn um Zahn. Stimmt was nicht? Damit gefährden wir das Leben meines Bruders. Es ist eure Entscheidung. Dein Leben und das der Ratsherren gegen meinen Bruder. Und Elisabeth? Wird freigelassen, sobald sein Bruder da ist. Sich daran hält? Das Fortschreiten der Nacht lässt mich daran zweifeln. Lass uns doch auslaufen. Die Flut geht zurück. Wir sind hier nicht mehr sicher. Störtebecker! Ja! Ich halte mich an unsere Abmachung. Gib Elisabeth frei, dann kannst du deinen Bruder haben. Jan, bist du es? Klaus! Haut ab! Los, ich bin der! Lauf! Frei. Es tut mir leid. Mir auch. Klar machen zum Auslaufen. Alle Mann an Bord! Kommt so!
Raus, wir müssen hier weg! Und dann zerrten sie mich plötzlich aus meiner Zelle und sagten mir, dass ich freigelassen werde. Aber dann führten sie mich in die neue Folterkammer des Bürgermeisters und zeigten mir einen Kessel mit glühenden Kohlen, in dem schon die Marter wird. Dir so vorstellen, wie auf dem Gutshof unsere Eltern, nur viel größer, eine Stadt zwischen den Tönen. Nachts hörst du den Wind, das Rauschen des Meeres. Es wird so sein wie früher. Wir werden an den Strand gehen, in der Sonne liegen, Fische braten. Und wenn wir uns satt gegessen haben, nehmen wir ein kleines Boot und fahren aufs Meer hinaus. Das Piratennest wird in diesem Moment ausgelöscht sein. Und mit ihnen diejenigen, die für den Tod unserer Väter verantwortlich sind. Störtebeker litt nicht mehr. Versprich mir, hier an diesem heiligen Ort die unsägliche Vergangenheit für immer zu vergessen. Ich bin dazu bereit, in jede Beziehung. Und das bedeutet? Ich weiß Bescheid über die finanzielle Lage deines Vaters. Die ersten Gläubige sind bei mir schon vorstellig geworden. Ich werde sie auszahlen. Kein Mensch wird die Wahrheit jemals erfahren. Sein Name wird unbefleckt bleiben. Was verlangst du dafür? Deine uneingeschränkte Loyalität. Oh, Verzeihung. Was wollt ihr? Ich habe doch ausdrücklich gesagt, dass ich nicht gestört werden möchte. Es ist wichtig. Das will ich euch geraten haben. Du entschuldigst uns für einen Moment. Nee, Frau. Also, was gibt es so Wichtiges? Ihr kommt doch zur Ratsversammlung. Die Herren warten bereits auf euch. Sollen sie? Ich habe ihnen immerhin den Hals gerettet. Oh ja, Gott sei Dank. War das alles, was ihr mir zu sagen habt? Ja, nein. Ich bin gekommen, um euch an euer Versprechen zu erinnern. Welches Versprechen? Bitte? Welches Versprechen? Ihr werdet mich in der Sitzung zum Ratsprecher ernennen. Es hat Zeit. Wir haben dringend mehr Probleme zu lösen. Nein, ich verlange, dass ihr hier und heute euer Versprechen einlöst. Was ist, wenn ich mich nicht daran erinnere? Im Gegensatz zu euch habe ich ein sehr gutes Gedächtnis. Ich sehe euch noch genau vor mir in jener Regennacht, als ihr Hermann Prien vom Leben zum Tode befördert habt. Pass auf, dass ich dir nicht das Gleiche angedeihen lasse. Bitte nicht! Ach, oh nein! Ja! 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 Ja!
Wer war das? Hier, trink. Heute Morgen war der Horizont schwarz. Von Schiffen mit den Hamburger Wappen auf den Segeln. Sie folterten jeden zu Tode, der nicht schon im Kampf starb. Frauen und Kinder. Sie wollten wissen, wo du bist. Aber wir haben euch nicht verraten. Es waren zu viele. Ich habe euch das angetan. Ihr habt immer nur gemacht, was ich wollte. Und diesen Preis dafür bezahlt. Das werde ich nie wieder zulassen. Das ist eine Angelegenheit zwischen mir und Wallenroth. Das hätte es von Anfang an sein sollen. Bevor wir mit der Trauung beginnen, habe ich noch eine gute Nachricht für die Stadt Hamburg und alle ehrbaren Bürger. Das Piratennest Visby auf der Insel Gotland existiert nicht mehr. Aber noch ist die Piratenpest nicht ganz ausgerottet. Doch ich verspreche euch, ich werde nicht eher ruhen, bis auch der letzte Seeräuber seinen Kopf auf den Richtblock gelegt. Priester, waltet eures Amtes. Gemeinde, wir sind zusammengekommen, um diese zwei Brautleute... Priester, waltet endlich eures Amtes. Sollte hier irgendjemand sein, der etwas gegen diese Ehe vorzubringen hat, der trete vor oder schweige für alle Zeit.
Ergreift ihn! Hört mich an. Was willst du hier, Störtebecker? Hier findest du nur den Tod, sonst nichts. Alles, was ich will, ist mein Recht! Du glaubst als Pirat, der unzählige Schiffe samt Besatzung auf den Meeresboden geschickt hat? Steht dir Recht zu? In diesem Fall ja. Lass ihn sprechen. Also gut. Du kannst dein Anliegen vortragen. Dieser Mann hat mir alles genommen, was mir wichtig war. Meiner Familie. Alles, was sie einst besessen haben. Er war dabei, als meine Eltern ermordet wurden. Das ist lange her. Und dieses Unrecht ist nicht wieder gut zu machen. Aber ich fordere Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für meinen Bruder Jan. Er wird des Mordes beschuldigt. Einen Mord, den er nicht begangen hat. Jan! Der Mann, der meinem Bruder das Augenlicht nahm, ist der gleiche Mann, der Hermann Prehn ermordet hat. Simon von Wallenroth. Was kommst du hier und tischt uns Lügen auf? Ich werde dich höchstpersönlich auf den Grasbrook führen. Simon von Wallenroth. Ist das wahr? Du glaubst, dass ich auf so eine unsinnige Anschuldigung auch noch antworte? Ergreift ihn! Wartet! Wartet! Es gibt noch einen Zeugen, der in der Mordnacht anwesend war. Der Ratsherr Martin Degenhardt. Ratsherr Degenhardt. Stimmt das? Ich habe so lange geschwiegen, weil mir Simon von Wallenroth mit dem Tod gedroht hat. Falls ich jemals aussage, was sich in dieser Nacht wirklich abgespielt hat. Simon von Wallenroth hat Hermann Prehn ermordet! Thank you.
Das genügt wohl für heute. Hier wird es kein weiteres Blutvergießen mehr geben. Klaus Störtebeker und seine Piraten segelten in die Westsee und kaperten dort Handelsschiffe, bis er im Jahre 1400 verraten und seine Seewolf von einem unüberwindlichen neuen Kriegsschiff der Hanse aufgebracht wurde. Nicht bereits in der Schlacht ums Leben kam, sah auf dem Hamburger Grasbrook dem sicheren Tod durch den Scharfrichter entgegen. Störtebeker jedoch wollte seine Männer davor bewahren. Und so schlug er dem Rat der Stadt Hamburg eine Wette vor. Die Piraten, an denen er ohne Kopf vorbeigehen würde, sollten freigelassen werden. Lass doch die Männer frei, an denen ich ohne Kopf vorbeilaufe. Störtebeker, die Wette nehmen wir gerne an. Niemals hätten es die Ratsherren für möglich gehalten, was sich dann vor ihren Augen zutrug. Gottes Freund. Und aller Willen Feind. Manche sagen, es waren 5. Doch in Wahrheit waren es 11 seiner Männer, deren Leben er rettete. In den Jahren, die darauf folgten, verblasste die Erinnerung der Menschen. Man war sich nicht mehr sicher, ob dieses Ereignis tatsächlich stattgefunden hatte. Doch ich konnte diesen Frühlingstag nie wieder vergessen. Und weil die Menschen ihren Glauben daran verloren, war es so wichtig, dass ich so kurz vor meinem Tod Zeugnis ablege auf diesem Pergament. Ich war damals noch ein Kind. Doch ich habe es mit meinen eigenen Augen